So Leute, willkommen zurück zu dem Tag der Pizza mit Sir Nox. Ist keine Hawaii, obwohl Hawaii wird wahrscheinlich extra wehtun. Ja. Willkommen bei Rogue Legacy 2. Wir gehen zurück ins Schloss. Mal gucken, ob wir mit dem Held der Pizza weiterkommen. Ob Sir Nox da irgendwas reißt. Also mal gucken, dass ich in der Steuerung noch drin bin. Habe jetzt ein paar Tage lang nicht gespielt. Ich merke schon, ich kriege relativ viel Magie wieder. Ja, Larry, jetzt kannst du gerade nicht schreiben. Tut mir leid. Wir sind hier mitten in der Aufnahme. Mal, kann ich die. Ja, ich kann die Pizza nicht nach oben schmeißen. Oh, den hat es aber gut zerlegt. Das Problem an der Pizza ist, ich kann immer nur eine. Ne, ich kann mehrere Pizzen zeigen. Okay, ich nehme alles zurück. Die Pizza ist eine mächtige Waffe. Ich glaube, ich habe gerade wichtige Informationen zerstört. Verdammt, das hätte ich noch gebraucht, ne? Ja. Ist egal. Da oben hätten wir wahrscheinlich eh nur auf die Schnauze gekriegt. Gingen wir hier unten schon teilweise. So, da oben ist da was oder ne. Wenn da etwas ist, dann ist da nur Schmerz. Aha, mit der Kraft der Pizza erledigt. So. Ritten wir einfach mit der Pizza tot. Die Pizza länger werfen, wenn ich die länger gedrückt halte? Ja, ein bisschen. Oder ist es zufällig, wie weit sie fliegt? Ich habe da meine Fähigkeit, die ich grandios daneben schmeiße. Da haben wir ja aber jeden Gegner besiegt. Hier sind wieder Informationen. Ach, da kann ich die nur nochmal lesen. Okay. Keine neuen mehr. Ist ja auch eine wichtige Information. Das bedeutet, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir alles gelesen, was wir gelesen haben sollen. Au. Zum Glück regenerieren wir immer ein bisschen Leben. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich gerade hier sein will. So. Au. Au. Okay, jetzt muss ich aber mal ein paar von den Viechern killen, ohne Schaden zu nehmen, wollte ich sagen. Auch überall nehme ich gerade den Schaden.
Baum alles kaputt hauen. Oh, hier ist eine Kiste. Kiste finde ich gut. Die finde ich jetzt gerade nicht gut. Korrigiere, ich finde euch alle nicht gut. Wenn wir mit unserer Magie dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Also auch unser Mana wieder halbwegs voll. Bin ich da hoch? Wie soll ich denn da hochkommen? Okay, da brauche ich wahrscheinlich den Feuermagier hier unten. Ne? Komm. Nein, komm hier runter. Ich muss irgendwo einen Geheimgang öffnen. Hier nicht. Oder führt einfach oben rum Weg. Ach, nee. Oben rum führt kein Weg. Wenn es keiner links sehen kann. Denn ich könnte ja mal. Das eine Vieh habe ich jetzt gekillt. Dummerweise. Ich kann halt nicht gerade nach oben dashen. Ja, ja. Nein! Ah, schade. Okay, dann hat es leider nicht geklappt. Ich hätte gerne die Kiste gehabt. Aber es sollte wohl nicht sein. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Einmal im Kreis gelaufen. Schon. Grobe Hand. Gut, das hier ist ja jetzt kein Problem. Gibt auch nur ein bisschen Geld. Und mehr ist hier tatsächlich gar nicht. Ja, aber wo geht's denn dann weiter? Wir haben ja noch nicht mal einen Bossraum gesehen. Wir haben ja bloß die Ebene oben gesehen. Ah, hier drüben gibt es noch Wege. Zum Glück ging das über unseren Kopf hinüber. Das hätte wehgetan. So wie das da. Mana, sehr schön. Oh Gott. Lass das, sonst geht das noch ins Auge. So, den kann ich ja von hier drüben erledigen. So, immer ich da auf die andere Seite. Ah, da ist so ein Teleporter. Okay, das Auge nervt mich. Um das kümmere ich mich als erstes. Das hier unten ist ja gemeingefährlich. Das rasieren wir alles ab. Mit der Pizza. Eine gute alte Pizzarasur. Nach Familienrezept. Aber Sir Nox schlägt sich gut. Oh Gott. Ja, okay. Ja, der kann da gar nichts machen. An den dran zu kommen, wird lustig. Oh,
blöd, ich kann die Pizza nicht nach unten werfen. Aber theoretisch kann ich das da machen, bis sie tot ist. Oder bis sie einmal so hier rüber jumpt. Bleib da oben, habe ich überhaupt kein Problem mit. Okay, hier ist ein Teleporter. Oh, neue Reliquien. Affenpfote. Oder Belohnung des Freon. Das da kenne ich schon. Truhen füllen Leben auf. Dann nehmen wir die Affenpfote, die kennen wir noch nicht. Erhalte 5-mal ein zusätzliches neues Auswürfeln pro Affenpfote. Deaktiviere die Obergrenze für das neue Auswürfeln von Räumen. Okay. Was kann ich da neu auswürfeln? Vielleicht hätte ich das mit dem Leben regenerieren sollen, von Truhen. Das war dumm. Komm ich an die obersten Sachen nicht mehr ran, da wäre bestimmt noch ein Hühnchen drin gewesen. Stimmt, hier muss ich jetzt einmal hoch. Zum Glück sind wir da ja recht agil. Sorry, Blinky. Aber ich habe keine Zeit für dich. Nein. Tut mir leid, aber da war mir das Geld mehr wert als das Leben. Oh Gott. Das Metall da unten ist es mir aber nicht wert. Ne, da gehe ich. Da gehe ich wieder. Oh, ich kann. Ach, den kann ich jetzt neu auswürfen. Umhang des Abends oder Seelenkette. Oh, Seelenkette klingt eigentlich schon cool. Alle 5 Sekunden fügt der nächste Waffenangriff umliegenden Gegnern 150 Waffen Magieschaden zu. Klingt schon geil. So, gehen wir jetzt. Vielleicht gehe ich lieber da lang. Oh, hier ist eine Kiste. Da hat man es eben übrigens gesehen. Diesen Seelenketten-Effekt. Au. Ja, das Geld da unten, das kriege ich nicht. Und wir haben nicht das Leben, als dass ich es holen könnte. Wir brauchen dringend mehr Vampirismus. Okay. Hier unten wird geladen. Wo landen wir hier? Willkommen am Pishon-Trockensee. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen alle Besucher von einem Führer mit einer Sonnenlaterne begleitet werden. Jegliches Mineralvorkommen ist Eigentum des Königreichs. Der Diebstahl von Materialien vor Ort wird als Hochverrat gesehen und mit dem Tode bestraft. Am Pishon-Trockensee erhältst du einen zusätzlichen Belohnung von 20%. Ein weiterer Aushang wurde am Hinweisschild befestigt. Unbefugtes Betreten auf Anordnung von Estuar Irat verboten. Der Pitchonsee wurde auf unbestimmte Zeit gesperrt. Und was sagst du mir? Begibst du dich tief nach unten? Sei vorsichtig. Übertriebene Selbstsicherheit könnte dort den Tod bedeuten. Selbst Estuare wagen sich ohne eine Sonnenlaterne nicht weiter vor. Es gibt nicht mehr viele solcher Laternen. Und in denen, die es noch gibt, befindet sich schon lange keine Glut mehr. Wenn du die Sonne wiederherstellen kannst, kann ich die Glut wieder entfachen. Wir können alles weitere danach besprechen. Okay. Bedeutet aber jetzt gerade keine so gute Idee, dahin zu gehen.
So viel habe ich dem entnommen. Betreten ohne Sonnenlaterne eher ein bisschen dumm. Also muss ich mal auf die Minimap gucken. Da oben hatte ich noch einen Weg. Wisst ihr was? Da unten war ein Teleporter, wir nehmen den. Ich wollte den zum Start nehmen, danke. Ja, Sir Nox schlägt sich gut. Sir Nox und seine Pizza sind langlebig. Und kriegen richtig viel Zaster. Würde aber gerne noch ein bisschen Hühnchen kriegen für ihn. Magie ist schön, aber Magie ist immer voll. Da gehe ich hier rum gerade. Eine klasse Idee. Zumindest so zu lenken. Der Weg an sich war gut. Oh, das Ding hat was Neues zu erzählen. Dann hören wir dem doch gerade mal zu. Die Rebellen haben einen äußerst gerissenen Plan ausgeheckt. Zuerst werden sie das Tor angreifen. Doch dabei handelt es sich nur um ein Ablenkungsmanöver für die Wachposten. Der eigentliche Kampf soll bei der Zeremonie der Rückkehr stattfinden. Sie haben von Westen her einen Geheimtunnel gegraben, der direkt zum Zeremonieplatz führt. Mir war schon immer klar, dass die Zeremonie kein ungefährliches Ereignis ist. Aus diesem Grund habe ich ja alle Vorkehrungen getroffen, um das Datum geheim zu halten. Nur ich und die anderen Estuare wissen, wann die Zeremonie stattfinden wird. Dass der Pöbel es herausfinden könnte, ist undenkbar. Es sei denn, wir haben einen Verräter in unseren Reihen. Ab jetzt muss jeder Schritt minutiös geplant werden. Ich werde mich in meine Gemächer zurückziehen und über mein weiteres Vorgehen sinnieren. Im Turm der Lichter habe ich an der gegenüberliegenden Wand der 5. und 6. Laterne eine Geheimtür angebracht. Dorthin werde ich mich vorerst zurückziehen. Ja, das wissen wir. Da waren wir ja tatsächlich drin. Au. Ich hätte das mit den Truhen heilen nehmen sollen. Es zeigt sich immer mehr. Einen habe ich erledigt, offenbar. Muhaha. Okay, Challenge-Raum, da haben wir zu wenig Leben für. Windwall-Fähigkeit. Nee, ich bin zufrieden mit meinem. Hier unten ist wahrscheinlich der Bossraum. Nee. Hier ist er, wer auch immer er ist. Solar-Hexus. Okay. Er war stark, aber nicht stark genug. Jetzt muss ich nochmal auf die Minimap gucken. War denn jetzt... Da hinten ist noch ein Weg. Gott. Bin ich richtig abgebogen? Nee, ich bin eins zu früh raus. So, hier rechts und dann direkt nach oben. Das war der Raum, in dem wir leider nicht rübergekommen sind. Oh, Hühnchen. Wieder ein bisschen Leben zumindest zurück. Wir bräuchten zwar noch so viel mehr, aber immerhin. So, einmal Weg direkt nach oben. Hier, Kisten heilen. Das nehmen wir jetzt. Ich hoffe, wir haben genug Intelligenz dafür.
Moment, war da oben noch Sachen zu kaputt machen? Nein. Auf dem Weg auch nicht. Okay, hier ist der Boss, aber das bedeutet, ich kann hier erstmal schön ein bisschen Leben regenerieren. Au, den habe ich nicht kommen sehen. Ja, wollte Leben regenerieren und so schnell war es auch wieder weg. Mit der Truhe habe ich ja wieder ein bisschen was zurückgekriegt. Oh, sie beschützt oder was? Zum Glück kann ich hier durch das Ding durchschmeißen mit der Pizza. So, hier kann ich aber auch noch nach unten gehen. Hier ist aber keine Truhe in dem Raum. Ja, es wird aber noch Hähnchen gedroppt. Das regeneriert sogar mehr Leben. Oh Gott. Aber alle irgendwie beschützt. Was habe ich hier gekriegt? Gelehrtenhelm. Ein neues Hemdchen. Noch eine Kiste. Die Lebensregeneration läuft auf Hochtouren. Und hier ist wieder ein Gebietswechsel. Oh, hier ist das zweite Gebiet. Ich weiß nämlich, dass das Torhaus das zweite ist. Agatha Torhaus, verlassen Sie nicht die Schlange, sonst werden Sie verhaftet. Entfernen Sie nicht Ihr Armband, sonst werden Sie verhaftet. Sprechen Sie nicht mit den Estoranen, sonst werden Sie verhaftet. Gehen Sie vor Sonnenuntergang zurück, sonst werden Sie verhaftet. Klingt sympathisch. Da kriege ich doch richtig Bock. Hier oben ist eine Tür. Okay, jetzt muss ich aber dazu sagen, den Teil kenne ich jetzt schon nicht mehr. Also da weiß ich schon nichts drüber. Okay. Ich habe gerade etwas darüber gelernt. Wer die Stacheln anpackt, hat ein Problem. Die Treppe ist eingestürzt, da kommt man gerade nicht hoch. Die vermaledeiten schwarzen Wurzeln stecken bestimmt dahinter. Sie müssen irgendwie in die Ritzen gekrochen sein. Okay. Oh, du bist nur noch eine Leiche, oder was? Oh, da gibt's aber was zu holen. J. Die letzte Erschütterung hat das Erbstück unter Schutt begraben. Die gute Nachricht ist, dass es immer noch intakt ist. Die Dinger sind echt unverwüstlich. Wir haben versucht, es freizuschaufeln, aber beim Turm liegt kaum noch ein Stein auf dem anderen. Ich fürchte, dass er komplett einbricht, wenn wir uns zu viel bewegen. Wenn das passiert, haben wir den einzigen Zugang zur Agatha versperrt. Wir können nichts mehr tun. Sorry, J. Okay. Aber hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich hoch. Hat mich jetzt zwar ein bisschen Leben gekostet, obwohl wir so einen guten Run haben, aber es interessiert mich jetzt einfach.
Versteck entdeckt. Echos Erbstück. Ey, Kumpel, willst du mal an meiner Herausforderung versuchen, oder? Oder? Komm schon, du musst es probieren, Mann. Ich stecke hier schon so lange fest. Locker schon, keine Ahnung, ewig. Versuch's nur einmal. Was kann schon passieren? Das ist einfach. Kumpel, hör zu. Meine Macht der Resonanz ist echt was wert. Ohne Spaß. Kannst du gar nicht vorstellen. Also los, mach schon. Ja, komm, machen wir. Das interessiert mich jetzt. Sprungtritte sind jetzt Echotritte. Echotritte können resonante Objekte und Geschosse treffen. Das heißt, da kann ich dann auch über Geschosse drüber. Und Echotritte stellen meine Sprints wieder her. Warte mal. Nein. War dumm. Okay. Okay. Resonante Gegner können nur durch Echotritte verwundet werden. Okay, ich verstehe. Warum falle ich jetzt so ewig? Aha. Oh ja, Kumpel, du hast es geschafft. Danke, dass du mich hier rausgeholt hast. Komm, jetzt treten wir in ein paar Ärschen und machen Party. Geil. Jetzt bin ich viel cooler geworden gerade. Aber jetzt müssen wir... Ja, 215 ist okay für einen Boss. Ich hätte uns gern noch ein bisschen stärker, aber wir kriegen ja ein bisschen was zurück. Ja, das spulen wir wieder vor. Kann er jetzt auch mein Echo drin? Den Move habe ich auch drauf. Kumpel. Ja, schade. Au. Die muss ich noch irgendwie abgewehrt kriegen. Wir machen so wenig Schaden an ihm. Okay, man muss echt gut. Also man muss viel ausweichen bei ihm. Ah, da habe ich die falsche Pattern erwischt. Beziehungsweise den falschen Move geglaubt, dass er macht. Hä? Was ist passiert gerade? Oh Gott, Phase 2. Damit habe ich nicht gerechnet. Phase 2. Das erste Mal Phase 2. Und richtig Zaster einkassiert, der gute Nox. So, wen haben wir denn? Sir Luz, Sir Tindra, Lady Tütensuppe. Sie hat den super Reizdarm. Lady Tindra ist, Sir Tindra ist, wie bei Kyre, ungebremst und Känguru-Trophy. Oh Gott. Okay, der Marmorstatue. Ich nehme tatsächlich Lady Tütensuppe. Die hat zwar den Superreizdarm,
Aber die ist Koch und wir hatten noch nie einen Koch. Unfunktionierter Minenschacht. Weil nicht jeder 20. Stufe 20.000 Stufen steigen kann und sowieso niemand mehr die Treppe nimmt. Erhöht Goldgewisse für gewisse Merkmale. Das ist natürlich gut. Wohltätigkeitskerker. An Charon gegebenes Gold zählt jetzt als wohltätige Spende erhöht. Gold, das an Charon gegeben wird, erhöht deine Werte. Das ist natürlich mega gut. Ja, das nehmen wir. Ätzkammer. Heiliger Boden, auf dem Oktopusschleim verwendet wird, um uralte Ruinen in menschliches Fleisch einzubrennen. Erhöht maximales Runengewicht. Gewicht vor allen Dingen. Gewicht, nee. Pflanzengeleiter. Wen gibt's hier drüben? Gilde der dunklen Künste. Auch gut. Aber da brauchen wir noch ein bisschen was. Psychiater erhöht unsere Entschlossenheit. Salpeterwerk. Okay, da kriegen wir den Revolverhelden. Erhöht EP-Gewinn. Nee, das ist mir nicht ganz so wichtig. Ich möchte, glaube ich, Damage noch ein bisschen erhöhen. Und Goldgewinn für gewisse Merkmale. Manchmal... Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Manchmal muss man Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Jetzt haben wir noch 900... Oh. So, ich kann mit der Bratpfanne zuhauen. So. Hier sind Helme. Und der erhöht meine Vitalität ganz gut. Dann nehme ich den mit. Kann ich mir noch die Brustplatte kaufen? Ja. Okay, jetzt kann ich mir aber, glaube ich, nichts mehr kaufen. Auch hier nicht. Nee, selbst Leben kostet mehr. Okay. Hat sich aber gelohnt. Gut, Leute. Dann lasst ihr mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Der Part ist heute ein bisschen länger. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Rogue Legacy 2. Bis dann, euer Wolf.